Hallo, jetzt gibt es meinen Leserückblick auf den Monat Februar. Im Februar hatte ich mir ja vorgenommen, nur Bücher von schwarzen AutorInnen zu lesen. Leider habe ich im Februar keinen Bock gehabt, Bücher zu lesen. Also, ich habe 20 Tage lang, glaube ich, kein Buch wirklich zur Hand genommen. Außer in den 5 Minuten in der Bahn, aber zu Hause überhaupt nicht. Und dadurch bin ich nicht zu sonderlich vielen Büchern gekommen. Es waren drei, die ich beendet habe, die ich kurz ansprechen möchte. Als erstes die Autobiografie Daheim unterwegs. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, in dem ich es etwas länger vorstelle. Kurz gesagt ist es eine Autobiografie von einer schwarzen Deutschen, die 1947 in Deutschland geboren wurde. Und deren Vater ein schwarzer US-amerikanischer Soldat war und die Mutter eine weiße Deutsche, die in einer Kleinstadt in Süddeutschland lebt. Und mir hat das Buch sehr gut gefallen. Die Person hatte ein sehr bewegtes Leben und es zeigt auch so ein bisschen, vielleicht weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, aber so wie überhaupt so eine schwarze Bewegung in Deutschland entstanden ist, auch aus so einer nicht rein Sachbuchart und Weise, sondern durch die Erzählung von dieser Autorin, dass so eine schwarze Bewegung in Deutschland ja auch tatsächlich erst recht spät und noch gar nicht so alt ist, als so größer organisiertes Zusammenhalt Dingens. Das Buch ist recht kurz, beim Unrast Verlag erschienen und hat mir sehr gut gefallen. Auch die Person, die das Buch geschrieben hat, Ika Hügel Marshall, ist sehr sympathisch. Mir zumindest gewesen beim Lesen. Genau, ein bisschen mehr habe ich noch in einem anderen Video gesagt. Dann habe ich das Buch Dear Martin gelesen, auch ein sehr kurzes Buch, diesmal aber ein Jugendroman, in dem es um Selbstfindung von einem schwarzen Jugendlichen geht und auch wie rassistische Polizeigewalt Einfluss genommen hat auf die Entwicklung und Selbstfindung für diesen jungen Menschen. Und ich mag mich ja schweren Themen gerne auch über Romanen nähern, einfach weil ich dann noch mehr so einen emotionalen Zugang dazu habe und das Lesen auch mehr Spaß macht, wenn sich jemand Gedanken über den Stil gemacht hat und es nicht nur einfach ein Sachtext ist. Genau, deswegen hat mir das Buch sehr gut gefallen. Ich habe auch zu diesem Buch ein Video gemacht und dann als letztes habe ich Schwarzes Europa zu Ende gelesen. Das hatte ich schon im Januar angefangen. Es ist ein auf den ersten Blick sehr dünnes Buch. Ich muss es leider schon in die Bücherhalle zurückgeben. Aber es ist so schmal. Dieses Buch ist in mehrere Kapitel eingeteilt und es haben einige, keine Ahnung, 12 bis 16 Jugendliche mit daran gearbeitet, dieses Buch herzustellen. Es waren alle schwarze Jugendliche und es war in so einem Rahmen von Empowerment, Workshop, Seminar, Kurs. Die Jugendlichen stellen am Anfang des Buches immer eine schwarze Person aus Europa vor, die sie sehr beeindruckt hat. Sie stellen kurz die Biografie von der Person vor und schreiben dann noch eigene Texte, warum ihnen das so wichtig ist. Also es gibt Briefe an die Person. Eine Person hat auf jeden Fall auch ein Gedicht geschrieben über eine Person und so genau gehen die Jugendlichen darauf ein, was die Beschäftigung mit dieser Person mit ihnen dann auch gemacht hat oder was sie der Person gerne sagen würden oder irgendwie was sie noch mehr dazu angeregt hat, sich damit zu beschäftigen oder die Beschäftigung bei ihnen ausgelöst hat. Und das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, weil quasi immer nur zwei Seiten über eine Person gehen, war es sehr viel. Deswegen habe ich, obwohl es ein schmales Buch war, immer viele Pausen gemacht,
um nicht einfach das durchzulesen und am Ende gar nichts zu wissen. Dann gibt es noch mal einen Abschnitt, in dem jemand anders Biografien über wichtige Persönlichkeiten, also schwarze Persönlichkeiten aus Europa geschrieben hat. Und die sind so chronologisch sortiert, dass man sieht, wie früh schon erste Schwarze in Europa Einfluss auf die Gesellschaft genommen haben. Und zum Teil auch später, zum Beispiel, wo sie sich dann kommunistischen Kämpfen angeschlossen haben und solchen Geschichten. Auch das fand ich sehr spannend. Bei jeder Person, die vorgestellt wird, gibt es am Ende dann nochmal eine Quelle, auf die man sich beziehen kann, wo man anfangen kann, nachzugucken, wenn einen die Person sehr interessiert hat, dass man noch etwas mehr über die Person herausfinden kann. Es gibt auch ein Kapitel über afro-türkische Geschichte und es gibt noch Hinweise, wie man an Informationen kommt, wie man recherchieren kann und so. Das Ganze ist nämlich ein Jugendbuch. Es richtet sich an Jugendliche, ich weiß nicht, vielleicht so ab 12 oder so, was an sich ja ganz cool ist, damit schon schwarze Jugendliche stolz auf eine schwarze Geschichte sein können und nicht erst wie zum Beispiel Ika Hügel Marshall erst mit Ende 30 von so etwas erfahren. Die Seiten sind sehr bunt gestaltet. Jede Biografie hatte auch, wenn es dann ein Foto gab, ein Foto von der dargestellten Person, was ich auch immer irgendwie gut finde, weil ich mir dieses Verbindung, ich kann mir das dann einfach merken und die Leute besser auseinanderhalten, als wenn ich einfach nur einen Namen da stehen habe. Wenn ich auch mit dem Namen ein Gesicht in Verbindung bringen kann. Es ist ein Jugendbuch und tatsächlich hat mein Kritikpunkt, den ich an diesem Buch habe, auch damit zu tun. Denn dieses Buch duzt einen die ganze Zeit. Also da sind Sätze geschrieben wie, wahrscheinlich weißt du nicht, dass das und das passiert ist, weil das in deiner Schule höchstwahrscheinlich nicht auf dem Geschichtslehrplan stand. Und ich, aus meiner persönlichen Sicht liest sich das total holprig. Und es liegt nicht nur daran, dass ich jetzt älter bin, sondern ich weiß, dass ich das früher, als ich jünger war, auf jeden Fall auch nicht mochte. Immer dieser Versuch, mich, weil ich jetzt jung bin, zu duzen. Gefällt mir gar nicht. Das war leider in diesem Buch auch drin, aber weil es so viele Informationen hatte und auch weitere Quellenverweise, habe ich es trotzdem gelesen, weil es mich einfach interessiert. Aber das war auch so quasi der einzige Kritikpunkt. Ich habe sehr viele Leute vorgestellt bekommen, von denen ich mich nicht an alle erinnere, aber manche fand ich auf jeden Fall sehr interessant und bin motiviert, mir auch noch die Quellen von diesem Buch herzubeschaffen, um noch etwas mehr über die Person zu erfahren. Das waren die drei Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Ich habe noch das Buch The Invisible Man angefangen, das ich ja auch in meinem TBR vom Februar angekündigt habe. Da bin ich ziemlich sicher, dass ich es abbrechen werde. Es ist ein sehr dickes Buch und ich bin noch sehr am Anfang, die ersten 100 Seiten oder so habe ich gelesen, aber seit 10 Seiten geht es, wird beschrieben, warum oder wie es dazu kam, dass ein schwarzer Mann seine Tochter geschwängert hat. Und es geht einfach wirklich schon seit Ewigkeiten in diesem Buch darum. Und es interessiert mich nicht. Es wird zwar kritisiert am Anfang, aber dann wird die Geschichte sehr voyeuristisch erzählt, dass es mich abgestoßen hat und ich das Buch weggelegt habe und keinen Bock mehr hatte und auch keinen Bock auf Lesen insgesamt hatte. Nicht nur, es lag nicht nur an diesem Buch, aber dieses Buch hat so, war der letzte Tropfen, weswegen ich dann einfach keinen Bock mehr hatte zu lesen. Und auch kein schlechtes Gewissen hatte, weil die ganzen Bücher, die ich mir herausgesucht habe, auch andere Bücher, mit denen ich mich beschäftigt hätte, die in den Februar gepasst hätten, lese ich einfach später. Es ist schade, dass ich jetzt im Februar kaum was gelesen habe, aber ich stress mich deswegen nicht. Lesen mache ich, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock.
Auch wenn es natürlich schlechtes Timing war, dass es gerade im Black History Month stattgefunden hat. Ein anderes Buch, was ich auch angefangen habe, ist die Autobiografie von Malcolm X. Da bin ich aber auch nicht so weit gekommen. Also ich habe jetzt erst die erste Hälfte des Buches. Das ist aber ein relativ dickes Buch. Deswegen bin ich auch ein bisschen davon ausgegangen, dass ich es nicht unbedingt im Februar schaffe, weil das ja ein sehr kurzer Monat ist. Und da lese ich immer noch freudig weiter dran. Und wenn ich es dann fertig habe, berichte ich, wie ich es fand. So viel dazu. Das war der Monat Februar. Das war's. Bis bald.